30. und 31. Juli 1908. Die Hauptverhandlung wieder Marcel Veit und Anna Veit findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die auf 2 Tage anberaumte Hauptverhandlung wieder Marcel Veit und Anna Veit wegen Verbrechens gemäß § 132 Absatz 4 des Strafgesetzbuches vor dem KK Landesgericht Wien findet am Donnerstag, den 30. Juli 1908 und Freitag, 31. Juli 1908 statt und das aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Als Zeugin ist unter anderem Jeanette Weiß geladen, Kassierin im Café Ronacher. Marcel Veit hat im Dezember 1904 eine Ehrenbeleidigungsklage gegen sie angestrengt. Die Vorgeschichte: Mizzi Veit hatte eines Abends bei Jeanette Weiß nachgefragt, ob Briefe für sie hinterlegt worden seien, Briefe von einem ihrer Kavaliere. Die hatte erwidert, sie sei nicht dazu da, einer Hure Briefe aufzuheben. Daraufhin hatte Marcel Veit die Kassierin zur Rede gestellt und die hatte ihn dann als Strizi und Kuppler seiner Tochter beschimpft, der vom Geld seines Kindes lebt. Für den Ausdruck Kuppler hatte ihr Anwalt vor dem Bezirksgericht Josefstadt den Wahrheitsbeweis mit 23 Zeugen angeboten. Obwohl Veit ein gynäkologisches Attest vorwies, das bestätigte, dass seine Tochter unversehrt war, wäre der Wahrheitsbeweis gelungen. Davon war der Anwalt von Weiß überzeugt. Der Direktor des Ronachers legte ihm jedoch nahe, von einem Wahrheitsbeweis abzusehen, weil dieser dem Ruf des Etablissements Ronacher schaden könne. Dafür verpflichtete er sich, alle Kosten zu tragen. Die Kassierin musste damals Abbitte leisten und eine Ehrenerklärung für Veit und seine Tochter abgeben. Bei der Hauptverhandlung gegen Marcel Veit rekapituliert der vorsitzende Richter die Sache an Jeanette Weiß gewandt. Sie haben ihm eine Ehrenerklärung abgegeben. Weiß: Da ich fürchtete, dass der Graf wie in anderen Cafés, wo er überall bekannt war, Schwierigkeiten bereiten würde, gab ich in ironischem Ton die Erklärung ab, dass er ein höchst anständiger Mann sei. In ironischem Ton. Ich habe geglaubt, dass er als Aristokrat bei Gericht mehr Recht findet wie ich als arme Person. Dann habe ich auch befürchtet, dass ich meinen Posten verliere. Der Graf hat meine Entlassung verlangt, weil ich ihm als Grafen so etwas getan habe. Er hat behauptet, er führt seine Tochter nur ins Ronacher, damit sie eine gute Partie macht. Dabei hat er geduldet, dass das Mädel in Separés geht. Dort habe ich immer Zigaretten hingebracht. Der Richter: Haben Sie jemals gehört, dass man im Separé beim Ronacher einen Bräutigam findet? Weiß laut lachend: Nein.